Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich euch in Dead Ops, wie ihr die Trophäe bekommt, dass ihr einen Kerker komplett durchforstet habt. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Wir müssen im Prinzip bis Runde 4 spielen, da kommen wir ja dann in die Wildnis bzw. in so ein Dschungelgebiet und da werde ich euch auch gleich dazu was erklären. In der Wildnis angekommen, müssen wir einmal komplett nach oben auf die linke Seite und links geht es nämlich dann da Richtung eines Dungeons bzw. Kerkers, wie es ja im Deutschen hier mehr oder minder steht. Zumindest die Trophäe. Das Ganze werden wir jetzt auch betreten. Und da seht ihr, wir sind hier im tödlichen Kerker. So, und da ist jetzt das Ding. Ihr seht ja in dem Gebiet, wo wir sind, es ist blau. Wichtig ist, geht nicht in die goldene Treppe, sonst verlasst ihr den Kerker und könnt auch nicht wieder rein und müsst das Ganze von vorne starten. Alles, was blau ist, ist im Prinzip das, was ihr schon betreten habt und alles, was noch nicht eben in diesem Blau erscheint, habt ihr eben auch noch nicht erforstet. Und wichtig ist einfach, dass ihr wirklich alles einmal durchgegangen seid, meinetwegen auch doppelt und dreifach, damit ihr euch wirklich hundertprozentig sicher seid, dass ihr auch wirklich alles gesehen habt. Wenn ihr dann am Ende angekommen seid, erscheint eine blaue Treppe bzw. ein blaues Icon mit einer Treppe. Das ist der Ausgang, da müsst ihr dann einmalig rein und dann bekommt ihr nämlich auch eure Trophäe dafür, dass ihr einen Kerker komplett durchforstet habt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und dass ihr das dann auch selber ausprobieren könnt. Und dann denke ich mal, hören wir uns spätestens im nächsten Video zu COD. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.